Man kann ja nie via Slimeblock höher springen, als der Absprungpunkt war. Nein. Ja, aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Ist das echt nicht? Nein. Knapp. Ich muss vier Blöcke bespringen jetzt. Boah, du Kack-Schleimblock, ey. Komm mir ein Stück entgegen. Was ist ein Tipp da? Ich weiß, wie das geht. Bin momentan gerade nur zur, wie nennt man das? Inkompetent dafür. Ich schau da kurz Unfähig. mal zu. Okay, ja, du machst richtig die Technik, okay. Scheiße, zu weit. Genau, jetzt bin ich in einem anderen Level wieder gefallen, super. Warum bin ich denn jetzt an eine Kante aufgeknallt, oh? Da hing ich in. Ich habe es geschafft. Ich hing dann aber an der Wand fest und wurde wieder zurückgesetzt. Okay, Was eine Sau. da hat mich gerade noch so reingedrückt. Ma. Hab ich auch gedacht, was passiert eigentlich, wenn die Wand zugeht und gerade da mitten Ja, drin stehst. ich wurde zurückgesetzt. Mein Gott, ey. Okay. Das ist ja frech. Lol. Aber warte, wenn du den Spruch verkacken würdest, ein Recht und dann runterfallen, ist das ja echte Arschkarte, ey. Mein Gott. Jetzt bin ich zu Okay, ich kurz hebe es gesprungen. auf. Robert! Okay. Ja. Ich bin ja mal auf du Püppchen. Wieder rausgedrückt. Will ich verarschen, die blöde Wand? So, und jetzt? Nee, oder? Boah, ich hab's geschafft, ey, blöde Slimeblock-Sprung, ey. Und jetzt? Verarsche.
Boah. Also wenn ich jetzt nochmal von der Wand zurückgedrückt werde, ne, dann überspringe ich das Level. Aber wie oft sollte ich das noch schaffen? Mach schöne Musik. Bim, bim, Ja. Also wenn ich das dritte Mal von der Wand zurückgedrückt werden sollte, überspringe ich das. Geht's denn hier weiter? Ich wieder eine Wand. Also irgendwie ist dann das Spiel so zu kompliziert geworden, keine Ahnung für mich. Ja, und ich wurde wieder zurückgedrückt. Ne, da habe ich keinen Bock drauf. Okay, hab's doch gewonnen. Und danach? Was war das für ein Fail bei mir jetzt gerade, ey? Hab selber gelacht, als ich es gesehen habe. Oh, schau mal an, der Banause. Ja. Hi. Ja, du bist richtig, richtigen Weg. Los ist nämlich siehst du am Boden. Durch das Glas. Das. Bett. Hä? Irgendwas. Ja, passt. Ah, ich dürfte sicher nicht runterfahren, ne? Dürfte mich den Kopf an, wir müssen das schaffen. Vielleicht gar nicht. What? Doch, der Sprung muss machbar sein. Ach du Scheiße. Ah, okay, geht. Puh, Schwein gehabt. Das bin ich oben jetzt. Aha, okay. Ach, super. Und der Fake bin ich hinten durch. Boah, wir müssen den Sprung schaffen, ey. Das ist vielleicht ätzend. Nee, doch nicht. Ah, Glück gehabt. Unglaublich, ey. Man schüsse sich den blöden Kopf an.
Oh Mann. Okay, wenn man hier oben ist, geht es jetzt weiter. Aber dann ist es wieder easy, super. Sagte, ich muss jetzt an der Leiter um die Ecke springen. Oh! Scheiße. Verkacke ich den Sprung die ganze Zeit? Ah, jetzt endlich. Okay, das Level hat sich doch schon flach in Farbe. Unmöglich, der Rampensprung. Beim Lava-Level. Gell? Das kannst du nicht. Du musst aber die Ranke hoch, das ist der Weg. Ja, weil der Sprung ist nicht möglich. Eben, ich habe es echt nicht hingesehen, dass schon, wenn du musst du vom einen her rüberspringen. Ja, das ist schon klar. Aber das ist unmöglich. Wie willst du dich denn daran festhalten? Ohne Block dahinter. Das habe ich immer auch gedacht. Aber wenn du dann da hoch gehst, Ja, das sehe dann ich, dass er da weitergeht. wenn du dann da hoch gehst. Dann kommen zwei Levels, die ich nicht weiß, wie du die durchqueren willst. Also müsst ihr Komm, der mit, ja. Sprung im Leben nicht. Du musst ja, wenn, an die Ranke dran. Definitiv, weil die nur eine über dir ist. So, das sind schon 1, 2. Ist schon ein Dreiersprung und dann noch schräg. Aber nicht machbar. Ah, ne. Ohne Block dahinter? Oder nicht möglich. Oder ich bin zu blöd und sehe den richtigen Weg nicht. Das kann natürlich auch sein. Was? Habe ich jetzt auch den richtigen Weg verpasst? Okay, haha, ein Fake war das. Autsch. Kann man Ranken überhaupt anspringen? Das Warte habe ich mal. jedenfalls auch überlegt, wie ich das gesehen habe da. Weil zu meines Wissens muss doch immer da hinten eine Mauer sein.
Ich gucke jetzt gerade mal in Minecraft-Wiki, da steht. Man kann an Ranken hochklettern, solange sie an einem soliden Block wachsen. Wenn sie frei in der Luft hängen, kann man durch sie hindurchlaufen. Okay, da geht's nicht. Also kann man nicht dran springen. Nee. Das heißt, entweder fehlt da einfach ein Block. Was ich stark vermute, wenn. Oder das ist ein anderer Weg. Du kannst durch die Lava schwimmen. Da kommst ich da weiß, da kommst du jetzt. Ja, da steht aber better luck next time. Ja, weil du eigentlich von der anderen Seite kommst und runterfällst. Es geht aber schon das oben ist durch. Nicht möglich. Man kommt dem... oben durch, kommt man dann in den nächsten Raum. Der Block ist doch zwei höher. Da kommst du doch gar nicht dran. Nee, das geht nicht. Also da müsste noch ein Block hängen. Dann wird das machbar sein. Wenn da noch ein Block stehen würde. Bau da jetzt einfach mal einen hin. Hätte ich ja nix. Die Zeit muss ewig sein. Wir sind mit dem Eingangsbereich natürlich mal auf dem Beamer. So. Ja, wie immer. Guten Tag. Tag. Guten Tag, sagt er am. Ja, gut, ist guten Morgen schon fast. Jetzt müsste der Sprung machbar sein. Nimm die auf. Wo ist denn da? Jo. Okay. Ja, ja, wir sind wieder mal in der Parkour-Map. Unser Dauergast, der will. Ich frage mich, hä, und jetzt? Das ist doch krass, ey. Ich will jetzt kotzen irgendwie. Jetzt bauen sie die ganze Zeit Slime-Blöcke ein und jetzt die ganze Zeit nur hier Labyrinthe, ey. Komm, ey, das ist mir zu blöd. Mit dem Gebrenner dann hier. Bist du hoch jetzt mal? Ja, ich bin oben. Ein kleiner Tipp, falls du einen Weg findest, rüber direkt in diesen Raum mit den Baumstämmen, sage ich mal, dann ist das ein falscher Durchgang. Den habe ich durchgeschlagen, als ich zu dir wollte. Ach ja, alles klar. Du hast schon direkt einen Weg, eigentlich zum Slimeblock-Level wär's. Aber ich frage mich, wie du das schaffen willst. Du müsstest irgendwie mehr Schwung holen, damit du über die Mauer kommst. Meinst du, in der Mauer ist irgendwo ein Loch? Ich hätte keins gesehen und einen Schalt habe ich ihn ja nirgends gesehen. Da ist gar keine unsichtbare Mauer oben. Ja eben, du kannst rüber. Wie gesagt, du musst wahrscheinlich in die Slimeblock, müsstest du über die Mauer zur anderen Slimeblock-Welt, aber ich weiß, wie es funktionieren soll. Komm mal rüber. Komm mal zu dir. Ja, eben ihr Garten, wenn ich rauskomme, so. War das jetzt hier drüben, du? Oh, okay. Doch schon ein bisschen vorgespielt. Weil du musst ja rein theoretisch, müsstest ja höher springen als der oberste Block. Hast du schon wieder so ein Level mit so einer ewig riesen Mauer? Ich hasse das. Jetzt geht's wieder, okay. Nee, es ist eine Mauer. Eine Mauer, okay. Juhu! Oh, ich hab hier so mal offen. Ja, du kannst nicht rüberspringen, genau. Es würde schon gehen, wenn du reinzählst hier auf einen, ja, von hier oben, von diesen Gebüschen springen. Ah, warte mal. Ich hab eine Idee. Hab ich schon geguckt, da ist nix. Kannst nee. Warte mal, schafft man das mit Anlauf und ersten Block? Ah, oh, stößt den Kopf an, der ist super. Ja. Den habe ich aufgeschlagen. Hier habe ich aufgeschlagen. Da sage ich, hier wäre kein Durchgang. Hier, der habe ich aufgeschlagen. Oh. Oh, geil, ey. Jetzt sehe ich die Wände. LOL.
Ich habe im Kreativmodus jetzt mal die mittlere Maustaste gedrückt, um den gleichen Block anzuwählen. Sehe ich lauter Verbotszeichen in der Welt. Sehe ich die Alpha-Wände. Na gut, das kann ich ja ganz kurz abchecken. Ja, ist eindeutig hier. Also es ist eine überall unsichtbare Mauer. Bis auf die komplette Wand ist keine Mauer. Vielleicht irgendwo ein Pisten drunter oder so, wo ein Schalter ist. Also, ah, die Weil da Rauch haut dich ja haben. hoch. Nö. Ja, und du fliegst wirklich nicht höher. Kann man hier auf die Wand? Nee, kann man ja nicht. Nee. Da kommen sie auch nicht hoch. Nee, wie gesagt, ich kann die Alpha-Wände anzeigen lassen. Da ist alles Wand. Die komplette Fläche Wand. Also wie gesagt, jetzt wird es langsam übel. Es sind wirklich so komische Maps, wo man irgendwie kann, ich weiß nicht, wie man die schaffen soll. Außer irgendwie, die gehen nicht mehr, weil ihnen das in Minecraft technisch geändert wurde. Oh, Minecraft fällt doch keiner mehr, ne? So, ich glaube, Aldi ist noch ab und zu drauf. Ich auch. Ja, also bist du immer noch in deiner Unterwasserwelt? Ja. Soll ich mal raufgehen, mal anschauen, ey. Kann das sein, dass früher das mit dem Slimeblock nicht anders so funktioniert hat? Ich Das habe vielleicht keine geändert Ahnung. wurde. Ich weiß keine Ahnung, wie das gehen soll. Also könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wie das geht. Hier ist nochmal so ein Weil, Ding. ja eben, du bist wahrscheinlich rüber und von hier aus musst du dann hier. Ja, und dann Wo muss ist ich es? hin. Hier, ich bin vor dir. Genau, sogar zwei Blöcke über der Mauer Ja. ist dieser Alpha-Wand. Also das geht eigentlich nur. Also ich weiß, dass man halt, wenn Pisten unterm Schleimblock ist, da kann man hochgeboostet werden, aber. Ich weiß nicht, wie man Schleimblöcke so benutzt, dass man da hochspringen kann. Also höher kommt. Hat keine Ahnung. Also. Ich könnte mal eine Wiki lesen, ob da irgendwas steht, aber.